Je mehr Wörter du benutzt, um etwas zu beschreiben oder auszudrücken, desto erfolgreicher bist du im Leben. Desto schöner ist deine Sprache, desto lieber hören dir Leute zu. Also ich habe eine sehr interessante Frage an dich. Würde ich aus deinem Sprachschatz, also Klo und Schlafzimmer verbannen, also alles, was SCH und so hat, wärst du dann hilflos, dich auszudrücken? Du könntest sagen, das Auto ist cool, das ist cool, das Essen ist cool, alles ist cool. Aber du könntest auch sagen, hey, das schmeckt fantastisch. Also du nimmst ein anderes Wort. Je mehr Wörter du hast, um etwas Positives zu beschreiben oder etwas Negatives, das ist eklig, stinkig, klebrig, desto mehr Variationen du hast, desto besser könntest du irgendwas verkaufen, ein Auto oder so. Du sagst, das Auto ist cool, du musst das Auto kaufen, sondern das Auto fährt sich so weich und oder das ist so männlich und maskulin. Ich suche persönlich Wörter, um Positives und Negatives auszudrücken. Also schreib mir mal einfach mal hier rein, welche Wörter du hast, um mehr Erfolg zu haben, besser zu kommunizieren im Leben.